Unser Querkopf in drei Schlagzeilen, er gehört zu Zürich West. Seine Musik ist natürlich die beste und heute ist er einer von unseren Gästen. Ganz herzlich willkommen, Kuno Launer. Hey Kuno. Das Dekor da haben wir ein bisschen abgeschaut, ab der Zürich Westplatte. So 60er Jahre, Niertischli-Stil, fühlst du dich wohl? Super bequem, ein bisschen durchrunden hier. Ja, was hast du für ein Verhältnis zu dieser Art von Wohnzimmer? Eigentlich keins. Das ist Koketterie mit der Vergangenheit. Wir sind sentimentale Leute. Bei mir sieht es anders aus. Wie sieht es bei dir aus? Wo kaufst du deine Möbel? Ja, überall. Ich sammle mir die mehr zusammen, als dass ich die komme. Also so von Brockenhaus über Designershoppen, über Migros. Mhm. Aber das ist Tempi Passati. Erinnert dich das ein bisschen an daheim? Du hast Jahrgang 61, also bist du in den 60er Jahren, hast du knapp gestreift, oder? Ja, ja, die durchlebt oder lebt natürlich, aber eben als Kind eigentlich. Aber eben, meine Eltern haben sich nicht neu, ich bin schon so aufgewachsen in diesem Stil. Licht, nicht so orange-braun. Ja. Ja. Und jetzt haben sie aber auch neue Möbel? Jetzt haben sie neue Möbel. Gehst du noch heim? Viel, zu den Eltern? Klar. Gehen sie auch deine Konzerte? Ja, nee, das ist nicht so eure Welt, glaube ich. Ja. Aber mal, also, aus Höflichkeit sind sie sicher mal gelaufen. Ja, im Fernsehen. Ja. Das Launers. Wo sind sie daheim? Ihre Umgebung von Bern. Ihre Umgebung. Das soll lange. Der Kuno ist nicht nur zum über Möbel reden, sondern natürlich auch über sein Leben und natürlich über seine Musik. Wir schauen zuerst ein paar Bilder an und nachher reden wir. Weil der Rand steht KKK und vor dem Haus brennt ein weißes Kreuz. Weil der Meier oder der Müller oder der Maser hat die weiße Maske und ins Küsse gelegt. Betrauert hier und da, lässt schönen Augen an und denkt, hätte ich doch früher anfangen sparen. Der Schluss war Zürich West 1999, ein Ausschnitt aus der neuen CD Super 8. Vorher, das Lied «Sidi Abdelazar», hast du mit dem Polo und mit dem Bühne gesungen. Was hast du für ein Verhältnis zu deinen Kollegen aus der Berner Szene? Ja, also der Polo ist ein guter Freund von mir. Die Bühne kenne ich auch. Und ich weiß noch, nach diesen Aufnahmen habe ich 9 Monate nicht mehr gesoffen. Wieso? Wir sind dann in diesem Studio gesehen, das müssen singen. Die ganze Nacht durchgefestet. Irgendwie habe ich es dann im Fernsehen gesehen. Also, erst wenn ich im Fernsehen komme, beschließe ich dann, gesünder zu leben. Aber dann war es irgendwie krass gewesen, oder furchtbar. Es war zwar ähnliche Farbe wie dies, aber ich habe es bis oben zu. Aber das ist das furchtbar, also. Bitte. Nein, das ist schön. Das ist schön. Natürlich. Ihr habt dort das Lied von Mani Matter gesungen. Ist das eigentlich ein Vorbild gewesen? Du hast ja mehrmals schon Matter-Lieder gesungen. Was hast du für ein Verhältnis zu dem Übervater von der Berner Szene? Also das ist für mich ein 60er-Jahr-Relikt. Mit dem bin ich aufgewachsen. Und dann, als ich selber anfange Musik machen, hat mir das ein bisschen, das ist mehr Rockmusik. Hendrix war mir dann wichtiger gewesen, oder Led Zeppelin. Lindenberg, weiss Lindenberg, ich auch. Lindenberg. Genau. Was macht der eigentlich heute? Hast du eine Ahnung? Malen. Es fängt auch an von Malen, weil sie nicht mehr auf die Bühne stehen. Die Bühne hat einfach zu malen. Aber wenn sie über dich reden, du malst nicht. Mama. Also malst du die Stube neu? Ja. Also die Küche habe ich gestrichen. Ja, der Lindenberg, der ist glaube ich irgendwo in einem Hotel. Nehmt mich noch Wunder, im 94 ist das Herz gekommen, schenke dir mein Herz. Jetzt hast du ein bisschen Distanz dazu. Vielleicht kannst du uns ein bisschen sagen, was du für Phasen durchgemacht hast mit dem Schweizer Jahrhundert-Hit. Ja, aber das war für mich gar nicht so das Problem gewesen. Viele Leute immer, das ist immer so unsere Hypothek für die Leute, dass sie das Gefühl haben, wow, jetzt müssen sie das wieder bieten. Und für uns war das eigentlich das erste Mal gewesen, als wir ziemlich Kohle verdient haben, Musik machen und gemerkt haben, das lebt sich auch gut, wenn man plötzlich Zentralheizung hat und irgendwie
das auch ein bisschen läuft. Und jetzt hat uns natürlich auch bekannter gemacht. Und da gibt es viele Leute, die halt so eine undefinierte Erwartungshaltung entwickeln. Es irgendwie immer das Herz 2, 3, 4 so kommen. Und das kann man nicht. Oder wir können das nicht. Und, Aber wollen tut man es schon, oder? Ja, also eben finanziell. Aber sonst probieren wir ja gute Musik zu machen und probieren irgendwie Zeug zu machen, dass wir für uns auch weiterkommen. Und klar stellt es einem auf, wenn man Platte rausgeht und merkt, hey, die Leute finden das cool oder kaufen das. Und es ist eine Bestätigung. Mhm. Das Brot vom Musiker ist der Applaus. Ja, und das Geld natürlich. Also, gerne ein bisschen Brot, bitte.